anstrengend sein, gebe ich zu. Kann ich mir vorstellen. Das ist aber auch der Grund, warum wahrscheinlich, warum ich Kaiju so liebe. Die hat genau denselben dummen Humor. Weil das Beste ist ja, Kaius Freund hat einen ganz anderen Humor als sie. Einen ganz anderen. Und wenn sie dann mit ihrem Humor anfängt und er halt wirklich gar nichts damit anfangen kann, dann schaut er sie immer nur so an. Und wenn sie dann wieder anfängt zu reden und zu reden und zu reden, dann schaut er sie immer nur so an. Kaiu, es wird Zeit, dass du mal wieder mit dem Helmut telefonierst. Das stelle ich mir aber auch ganz schön anstrengend vor. Was? Wenn Tim den Humor hätte. So einen unterschiedlichen Humor hat. Ja, ich denke mal, das kann sehr, sehr anstrengend sein. Da hast du wohl recht. Es war ja auch mit meiner Ex so. Eieiei, das war echt anstrengend. Du, hör mir auf, ey. Das liegt aber auch daran. Wir haben komplett unterschiedliche Auffassungen gehabt. Nicht nur was Humor betrifft, sondern eigentlich was alles betrifft, haben wir in allem komplett unterschiedliche Auffassungen gehabt. Und das kann echt anstrengend sein, du. Das glaube ich, ja. Also ich finde es ja schon, es ist ja okay, wenn der Partner zum Beispiel andere Musik hört. Finde ich ja in dem Punkt vollkommen okay, weil... Ja, Musik ist Musik und das ist halt Geschmackssache und wem es quält, dem quält es halt. Wird dann halt im Auto immer ein bisschen anstrengend. Ja, aber ganz ehrlich, es gibt eh wenig Musik, wo ich wirklich sage, dass ich die widerlich finde. Da gibt's wenig Musik, da gibt's sehr wenig Musik. Den Rest, da sage ich halt, ja, ist jetzt nicht meins, aber ich kann damit leben. Ich kann es überleben, es zu hören. Aber es gibt halt auch wirklich Musik, wo ich dann wirklich sage, oh Gott, hör mir auf damit, ey. Wo ich zum Beispiel gar nicht mit klarkomme, ist Techno. Mhm. Oh, damit komme ich gar nicht klar. Das geht bei mir so, das kann ich mal ein bisschen hören, so eine Stunde oder zwei, aber dann denke ich mir so, oh Gott, es muss aus, weg, sonst drehe ich durch. Mhm. Also es, manchmal gibt es schon Sachen, wo irgendwie so ein Techno-Style mit drin haben, die dann wirklich gut klingen, beim besten Willen. Aber so grundsätzlich Techno, ne. Aber ist halt, wie gesagt, Musik ist halt noch so eine Sache, aber ich finde halt, es wird wirklich ganz schlimm, wenn es halt darum geht, wenn es um den Humor geht. Wenn du da unterschiedliche Auffassungen hast, dann ist es echt eklig. Mhm. Boah, wie viele Melonen, voll toll. Wie viele Melonen waren das jetzt eigentlich? Das waren doch jetzt auch Tausende. Ewig viele. Ja, ein paar haben wir da auf jeden Fall. Da mal 99, alleine 139 normale. Morgen bist du reich. Meinst? Ja. Sicher dann. Also ich hätte nichts dagegen. Möchte ich mal so angemerkt haben. Aber irgendwie reich sein, das wäre schon was. Also ich meine, so im richtigen Leben. Das würde mir einiges an Ärger ersparen. Boah, reich sein wäre so geil. Ich will nicht mal reich sein, aber wenigstens so wohlhabend, dass man sich nicht, keine Ahnung, dreimal überlegen muss, ob man sich jetzt das Spiel für 40 Euro kauft oder ob man dann am Ende des Monats nichts mehr zu essen hat. Ja gut, das Problem habe ich jetzt nicht, aber... ich sag's mal so, das Geld reicht ja bei mir, um zu leben, sage ich jetzt mal, um zu essen. Und ich fresse sehr viel. Und es reicht doch, dass ich in Urlaub fahre oder weiß Gott, irgend so einen Scheiß mache. Dafür reicht's schon. Aber so rein reich sein oder sowas, das wäre halt einfach was. Du kannst dir kaufen, was du willst. Ich würde zwar trotzdem noch arbeiten gehen, weil ich liebe meinen Job und ich liebe meine Arbeit. Und ich bin einfach so. Zusammen in einem Büro und wir sagen immer, dass wir Business Buddies sind. Und dann haben wir gesagt, ja, Steffi, also wenn wir mal reich werden, wenn wir im Lotto gewinnen oder so, dann müssen wir trotzdem noch arbeiten gehen, weil erstens mal sind wir Business Buddies und zweitens mal
arbeiten wir dann halt nur noch, was weiß ich, 50% halbtags oder so. Ja, genau. Das ist doch voll chillig. Genau, das würde ich dann eben auch machen, also. Ja, weil dafür liebe ich einfach meinen Job viel zu sehr. Als dass ich da irgendwie sagen könnte, ne, ich höre jetzt komplett auf und mache jetzt einfach gar nichts mehr. Ja, das könnte ich auch nicht. Man muss aber auch sagen, es ist auch, wäre auch langweilig. Oh, morgen ist das Glühwürmchenfest, hat er gesagt. Schön. Willst du nicht erst Samen kaufen? Zum Aussehen? Ja. Brauche ich nicht. Ich müsste nachschauen, ich glaube, ich müsste noch welche haben. Dass es für alle Felder reicht? Ich habe ziemlich viele auf Reserve, ja. Ich muss mal nachschauen. Es kann auch sein, dass ich mich jetzt komplett vertue. Ich weiß, dass ich von irgendeiner Jahreszeit brutal viel hatte, aber es kann auch sein, dass das alles irgendwie Winter ist. Weil ich einfach mal... Ja, ich habe einfach mal eingekauft, sagen wir es mal so. Ist auch sinnvoll. Ups. So, Detlef noch was schenken hier, da. Lavendel, ich liebe Lavendel. Lavendel riecht gut und hat eine schöne Farbe. Bei mir ist voll blöd, weil ich habe ja keine zweite V-Mode. Und bei mir... dauert das ein... Aber ich will mir jetzt auch nicht für Harvest Moon eine zweite V-Mode kaufen. Lass mich kurz mal zusammenfassen, Minerlein, was ich gerade gehört habe. Es ist voll blöd, dass ich keine zweite Wii... Aber es ist voll blöd, weil für Harvest Moon will ich mir auch keine zweite Wiimote kaufen. Okay, ich habe gesagt, dass ich die nicht rubbeln kann, die Dorfbewohner. Und dass deswegen die Herzen bei mir voll lang dauern, aber ich will mir keine zweite Wiimote kaufen. Ja, ich habe eine zweite Wiimote. Ich könnte sie rubbeln und befriedigen. Das Problem ist, ich bin echt zu faul. Ja, aber brauchst du ja jetzt auch nicht mehr. Ja doch, also praktisch wäre es ja schon, weil dann kann ich so ein paar Herzevent machen und so einen Scheiß halt. Weil, warte mal. Verdammt, wo ist jetzt nochmal das scheiß Menü? So viele Knöpfe, da! Der beste Freund ist eh Julius. Hallo, ich bin Julius. Ich bin Schwuchtelbert, hallo. So, Stefan hat der... Wo hat der zum Kuckuck ein Herz her? Weiß ich nicht, Stefan habe ich mir überlegt, ob ich den heiraten soll. Ernsthaft jetzt? Ja, vielleicht ist er gar nicht so ein Arschloch, wie man immer denkt. Doch, natürlich ist das ein Arschloch. Ist doch voll das arrogante Arschloch. Ich meine, der ist ja noch ein größeres Arschloch als ich. Aber vielleicht, wenn man ihn näher kennt. Nein! Mina, jetzt mal kurz Hand aufs Herz. Wie alt bist du jetzt? 25. Mit 25 Jahren solltest du doch eigentlich wissen, dass du uns Männer nicht umpolen kannst. Ja, aber vielleicht in Videospielen. Nein. Dass es in echt nicht geht, das weiß ich. Es geht auch nicht in Videospielen, es sind und bleiben Männer. Oh Mann. Dann bleibe ich doch beim Erntekönig. Den mag ich auch nicht. Wieso nicht? Ich weiß nicht, der ist irgendwie so... Du magst gar nicht die ich mag. Ja, du magst ja, glaube ich, auch Julius. Ja. Den habe ich in meinem ersten Spielstand geheiratet. Der komischerweise 6 Herzen bei mir hat. Ah, ich habe 6 Herzen. Ah, das ist doch eine Andeutung, na? Alter. Ich will doch was von der Blauhaarigen. Hab ihren Namen vergessen. Christina. Ach ja, genau. Christina ist so toll. Ich liebe Christina. Ich liebe sie so sehr. Und dann will die was von dem Schwuchtelbert. Ja, wenn sie zusammen glücklich sind. Das will ich aber nicht. Du Egoist. Mimi. Julius ist voll toll. Ich habe ihm immer rosa eine Muscheln geschenkt. Voll viele Dorfbewohner mögen rosa eine Muscheln. Es wundert mich auch nicht, dass Schwuchtelbert rosa eine Muschel mag. Wobei doch, es wundert mich bei ihm. Schwuchtelbert, warum magst du rosa eine Muscheln? So, red mit mir. Hi. Oh, Gedanken wieder Kleider. Oh, was zieh ich noch an?
Der hat einen besseren Style wie du, er hat dich im Wettbewerb geschlagen. Nee, oder? Ich habe bei einem Wettbewerb mitgemacht. Ja, du hast mal vor ewigen Parts in diesem Modewettbewerb damit gemacht. Um Gottes Willen. Was hat mich denn da geritten? Ich war's. Oh Mann, du bist so blöd. Der arme Julius. Was? Warum arm? Weil du ihn mobbst. Ich kann doch auch nichts dafür, dass keiner ihn mag. Du magst ihn nicht. Kein Mann. Ich mag ihn nicht, ja. Ich finde ihn super und deine Mom auch. Ja, meine Mom liebt Julius. Siehst du? Ich habe keine Ahnung, warum. Ihn und Max. So heißt doch der Doktor, oder? Der Doktor ist, glaube ich, Max. Ah ja, der Doktor heißt Max. Den habe ich mir auch überlegt zu heiraten, weil der eine Brille hat. Den liebt sie auch so sehr, die vor zwei. Allem, den rumzukriegen ist einfach so leicht. Ja, Tee. Weil du gehst nämlich rein, du kannst Irene dann immer schon ein lilanes Kraut mitkriegen, dann mag die dich schon ein bisschen mehr, für die Herzen, für die lilane Glocke. Und dann kaufst du einfach eine Erkältungsmedizin, ich glaube, die kostet nur 160 oder so. Und die schenkst du ihm und dann kriegt er da die 5 Herzen, weil der liebt Erkältungsmedizin. Ja, oder du gibst ihm einfach einen Kräutertee, weil den liebt er genauso. Und der kostet weniger. Ja? Ich hab keinen Tee angebaut. Ja, du findest doch jeden Tag die Blätter. Ach ja, angebaut. Gedingst. Die Kräuter. Und dann macht man einfach jeden Tag einen Tee draus und da passt es schon. Hab ich noch Tee? Ich habe anscheinend echt keinen Tee mehr. Oder doch, die da, Fischer. 10. Den kannst du einfach Fisch schenken, dann mögen die dich voll. Und der Bootsmann, der liebt Seeigel. Seeigel? Mhm. Habe ich letztes Mal rausgefunden. So, herkömmliche Pilz, Goody. Mina, sollen wir mal dem Erntekönig einen Besuch abstatten? Wir haben zwar nichts davon, aber dann kannst du ihm Hallo sagen. Der Erntekönig ist doch voll super. Aber der wohnt nicht bei einem, wenn man den heiratet, oder? Nein, ist die Erntekönigin auch nicht. Die Erntegöttin. Die Erntekönigin ist auch nicht so schön. Ich find's in dem Spiel jetzt auch nicht so prickelnd, muss ich sagen. Aber ich muss auch sagen, ich war noch nie der Fan von Gottheiten. Ich auch nicht, bis ich in diesem Spiel den Erntegott gesehen habe. Hier, da ist er, du darfst ihm Hallo sagen. Hi, Dude. Und was sagt er drauf? Oh, wow. Ich werde ja einen guten Eindruck hinterlassen zu haben. Ja, total. Was Glühwürmchen fest? Ach so, ein Fest, um derer zu gedenken, die schon weitergezogen sind. Ah, weil ich doch hier bin, deswegen gedenkt mir keiner, weil ich nicht weitergezogen bin. Tja, geh wieder weg, ich dreh dir meinen geilen Rücken wieder zu. Alter, was hat der für lange Haare? Schau dir das mal an. Ja, ist doch voll cool. Voll der Megazopf. Er ist ein Gott, die müssen immer lange Haare haben. Lange. Erntegott, jetzt habe ich mal so... Erntekönig, jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Du hast ja da hinten so einen Pferdeschwanz. Hast du eigentlich auch einen Pferdeschwanz, wenn du eine Glatze hast? Verdummt. Der ist so schlecht, aber ich liebe diesen Witz. Der ist halt echt schlecht. Der ist so unendlich schlecht. Da gibt's ja auch immer diese Zeitungsannonce so. Suche Mann mit Pferdeschwanz. Ist so egal. Ja. Okay. Herrlich. Ja, aber wie gesagt, ich war noch nie der Fan, egal in welchem Spiel, muss man aber auch sagen, war ich eigentlich noch nie so wirklich der Fan von irgendwelchen Gottheiten. Weil die also, immer so schwer sind zu heiraten. Nee, ich meine jetzt nicht nur im Sinne von heiraten. Ach so. Ganz egal, was für einem Spiel. Auch wenn wir jetzt von irgendwie Pokémon reden, im Sinne von Arceus zum Beispiel, oder andere Spielen, wie zum Beispiel Final Fantasy, die Gottheiten, die Bestie oder so. Ich war noch nie ein Gottheiten-Fan. Es gibt insgesamt eigentlich, fällt mir jetzt eine Gottheit ein, die ich mag. Und das ist bei Final Fantasy Bahamut. Aber sonst? So richtig Gottheiten mag ich sonst eigentlich nicht so wirklich. Das gleiche gilt für Legendäres. Komisch. War ich noch nie der Fan von. Alle feiern das immer voll, yeah, voll geil, voll die Gottheiten, so voll cool. Und ich so, nö.
Mag ich alles nicht. Ich war da schon immer der Fan eher vom Klassischen, muss ich sagen. Ach ja, bei dem Harvest Moon war das. Ich habe letztes Mal Harvest Moon gespielt und dann habe ich mir noch gedacht, welches Harvest Moon war es denn, wenn man länger auf dem Knopf bleibt, dass man dann 9 Felder auf einmal sieht? Aber das ist, in dem hier, ja. Ah ja. Ich bin nicht drauf gekommen. Ich spiele so viele verschiedene Harvest Moons, dass ich voll durcheinander gekommen bin dann auf einmal. Es gibt auch 5 Millionen verschiedene. Und jetzt kommen nochmal 2 raus. Ui. 2? Ja, eins für den 3DS und eins für die Switch. Oder? Was? Es kommt ein Harvest Moon für die Switch? Ja, aber das kann man auch auf Steam kaufen. Aber du hast eine Switch, oder? Ich habe keine Switch, nein. Achso, nee, du hast keine Switch. Dann kann man es auch auf Steam kaufen. Finde ich sehr nett für die Leute, die keine Switch haben, wie mich. Mina? Ja? Was ist Steam? Da kannst du Spiele kaufen und auf dem PC spielen. Mag ich nicht. Hast du eine PS4? Ja. Ich glaube, dafür kommt es auch raus. Was? Ja, das haben sie mal plattformübergreifend gemacht. Ein Harvest Moon für die PlayStation 4? Ja, so habe ich zumindest gelesen. Also, das wäre der zweitschönste Tag in meinem Leben. Warte, ich guck mal schnell nach. Damit man das auch anmerkt, mein schönster Tag in meinem Leben war natürlich, wo ich Kaio kennengelernt habe, ist ja selbstverständlich. Ach so, und wo ich Mina kennengelernt habe, ganz wichtig. Das wollte ich nämlich gerade fragen. Hier, Light of Hope heißt es. Life of Hope? Light. Light of Hope, okay. Licht der Hoffnung. Oh, so eine Hoffnung. Ich sehe ein Licht am Ende des Tunnels. Nein, geh lieber nicht rein, das ist keine Hoffnung. Doch, es ist Hoffnung. Bis man dann sieht, dass die Hoffnung einen überrollt und gar nicht mal so gut ist. Das wäre aber echt cool. Na, was nun für die PlayStation 4? Das wäre mega geil. Ja, für mich ist es dann wohl auf meinem PC, weil ich habe einfach keine anderen Möglichkeiten. Ich kann mir da noch ein bisschen was kaufen, Mina. Was? Ich kann noch was kaufen hier. 3 Häuser kann ich noch kaufen. Oh, krass. Eins davon schenke ich dir. Welches willst du? Kaio hat das auf der Tukan-Insel bekommen. Okay. Du kannst das Wellenrausch haben, das Berghaus oder das Haus am Fluss. Wo ist das Haus am Fluss? Landhaus nahe eines Flusses bei diesen, bei den Flötenfeldern. Ja, das finde ich schön. Ich mag die Flötenfelder. Okay, dann kriegst du das. Mein Kind ist. Auf den Flöten. Warte mal, ist es nicht sogar das Haus dabei in der Nähe vom Schweinchen? Das müsste doch das Haus neben Julius sein, oder? Da ist noch ein Haus? Ich glaube, da müsste noch ein Haus sein. Echt? Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Wie dem auch sei, es wäre voll geil, ein Harvest Moon für die PlayStation 4, was ist los? Ja, ich würde dir gerne was vorlesen, aber leider hat die Seite keinen Bock zu laden. Ich muss aber auch sagen, ich muss mir sowieso unbedingt mal... jetzt habe ich hier das Falsche geschenkt. Ich muss unbedingt mal ein neues Harvest Moon zulegen. Wieso? Dass ich mal ein neues Harvest Moon spiele? Spielst du bald Story of Seasons? Ja, Story of Seasons auch, ja klar. Aber ich meine, es gibt so viele Harvest Moon. Sage ich jetzt mal, so wahnsinnig viele. Und ich habe kaum welche gespielt. Ja, ich auch nicht. Aber ich habe Harvest Moon DS jetzt endlich beendet. Okay. Gut, da muss ich aber sagen, Harvest Moon DS, das habe ich am Anfang bei dir angeschaut, das Let's Play. Hab dann aber, ich glaube, bei Part 20 oder irgendwann da, habe ich da mal aufgehört, weil das ist einfach nicht mein Harvest Moon. Ja, es ist auch nicht so gut. Also das war wirklich mal ein Harvest Moon, das mir einfach nicht gefallen hat. Ah, es kommt tatsächlich für PlayStation 4 raus. Auf der E3 soll es erstes Gameplay und weitere Informationen geben. Voll geil. Ja. Und die E3 ist doch auch schon nächste Woche oder übernächste Woche oder so. Ich habe keine Ahnung. Ist mir egal, wann die E3 ist. Aber
Es ist mega geil, dass ein Harvest Moon für die PS4 kommt. Das ist mega geil. Das ist ziemlich cool. Nachdem Simulationskonkurrent Stardew Valley im vergangenen Jahr die Herzen vieler enttäuschter Harvest Moon-Fans erobern konnte, verspricht der neue Teil die Rückkehr zu alten Serienkonventionen. Hey, scroll doch nicht automatisch runter. Man wolle sich an den Hochzeiten der SNES-Ära orientieren und die